Ah, da ist ein Kistchen. Ich weigere mich, weitere Ausbeute zu tragen. Ja, jetzt aber gut, ja. Hi. Das ist ja eigentlich beinahe unglaublich, wie oft die vorbeischlagen bei so einem großen Vieh, oder? Ich meine, der ist bestimmt nicht so beweglich, dass er denen allzu leicht ausweichen wird. Juhu, eine Tür, die aufgeht. Hüpferchen und ein Regent? Ja, wusste ich's doch. Wo bleibt ihr übrigens? Jetzt nur mal so als Idee. Kehrt zu mir zurück. Ach, da ist was. Bei so einem einzelnen Hüpfer macht er sowas, ne, Leute? Aber... Ja, komm, jetzt rein. Ey, ich hasse diese Türen. Ja, von wegen verschlossen. Das Tier erhebt sich aus den dunkelsten Winkeln meines Herzens. Hatte die nicht noch irgendwas? Ah komm, lass uns sterben. Was soll's denn? Also ich bin mir nicht sicher, aber es wirkt teilweise extremst geglitscht mit den Türen. Das ist leider das Problem daran. Ich sehe nicht, dass das... Was ist das denn? Amulette Tremere. Interessant. Wäre jetzt natürlich... Bringen Sie auf, was das Amulett... Ich würde es, wenn ich es aufnehmen könnte. Aber, Achso, jetzt habe ich es natürlich, weil es ein Questgegenstand. So. Ich stehe mal wieder auf, Kleiner. Wolltest du mir damit irgendwas sagen? So, hier, trink mal einen Schluck. Siehst so blass aus. Ja. Tun wir so, als hätte ich das nicht gesagt. Guck mal Gold. Guck mal Blutstein. Guck mal Buch. Das war der Ring, den wir eben mit Serena weggeworfen haben. Hier passiert nichts. Gut. Ein Großschwert. Lass uns mal gucken. Einhändig? Nein, zweihändig. Schaden 60. Naja. Ja. Nö. Ich habe jetzt allerdings immer noch nicht den Schalter oder was auch immer gefunden, der das Tor da öffnet. Oder öffnet sich das Tor jetzt einfach, weil ich hier alles weggerockt habe? Jetzt nur die Frage. Mal gucken. Ja, tut es. Natürlich. War ja völlig klar. Wie konnte ich nur so eine Frage stellen? Haltet ein! Schurke! Opfer! Opfer! Ah, Schurke! Ich schwöre! Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Das ist auch noch so eine Sache. Daran muss ich mich auch gewöhnen. Wenn ich auf einen Gegner klicke und der stirbt, rennt der Charakter einfach planlos voll in die Richtung, auch über den Standpunkt des Gegners hinaus. Das hat mich schon in Schwierigkeiten gebracht und wird es wahrscheinlich auch noch weiterhin. Da war auf jeden Fall eine Kiste, aber war da sonst noch wer? Oh, ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein paar. Ja. Also, wir merken uns... Ich bin schon 29, passt schon. Den Rest lösche ich jetzt mal eben. So, da sind wir. Ich habe dann noch ein bisschen in der KI-Option rumgefummelt, in der Hoffnung, dass
das jetzt ein bisschen vernünftiger funktioniert. Und dann schauen wir doch mal. Haltet ein! Schurke! Schurke! Ich sterbe! Na, hoffentlich! Ja. Sind nur noch die zwei? Haltet ein! Ich wollte ihn eigentlich umhauen, nicht direkt schon an die Schatztruhe. Das Blut Kessels. Also langsam werden die Titel der Schatztruhe, ja, ihr wisst, was ich meine. Der Schriftrollen, interessant. Juhu, Gold! Juhu, Gold! Da freue ich mich doch mitunter am meisten drüber. Gottes Willen. So viel heiliger Müll. Ja, schon viel dafür besser. Ich weigere mich, weitere Ausbeute zu tragen. Dann halt nicht. Kriegt halt der Erik den Ring von mir. Jawohl. Yeah, und den nächsten auch. Meine Herren. So, Inventar. Jetzt muss ich aber nochmal ein bisschen durchstöbern. Mhm. Hey. Überband. Ist hier noch irgendwo irgendwas, was vielleicht interessant wäre zu identifizieren? Ne, sieht nicht so aus. Also, das ist die Unheilige. Ups, ups. Unbekanntes, das ist definitiv. Wert mal. Buch Dramaturgie, Lockruf der Flammen. Okay. Mampf mal hier von einem. Kann ich da auch hier legen, ne? Ja, passt schon. Obwohl, machen wir einfacher. Hey, so. Sind wir die auch schon wieder los? Dann können die hin. Gib mal. Upsi. Gib mal irgendwas rüber, genau. Dann kriegst du nämlich das Unbekannte. So sieht das doch schon etwas besser verteilt aus. Das ist natürlich leicht. Ach, gleich zwei Unbekannte, die lecken mich an. Ja, pass auf, dann tausch mal ein Goldkettchen mit dem Christoph. Der gibt dir dafür ein Blutsteinchen. Schwupsi-dupsi. Geistige Berührung auf das unbekannte WT. What the? Das? Aha. Na toll, was soll ich das? Super. Jetzt. Nein. Dafür hätte ich mir den. Hätte ich den Aufriss und so und sparen. Und das wollte ich sagen, ja, irgendwann mal. So, Ringlies haben wir jetzt alle, alles. Ja, alles an Inventarsachen. Ausrüstungssachen voll. Wodurch wir unser Inventar quasi möglichst effektiv ausnutzen. Haltet ein, haltet ein! Direkt zwei, dann gehe ich noch ein Schrittchen weiter, so. Zur Hölle mit euch! Au! Da hat aber jemand mächtig auf die Sirene eingeprügelt. Genau, hast du recht. Nochmal draufschlagen, nur zur Sicherheit. Was ist mit dir los? Deine Zauber waren mal effektiver. Haltet ein! Sehe ich nicht ein. Juhu, Gold. Wow. Oh, schön. Erik, geh weg. Damit du nicht gleich wieder rumjammerst, Serena. Oh, Erik, weg da. Blut der Macht, okay. Mhm.
Christoph. Auch schön. Tut es der Macht. Okay. Was sagt unser Gold? Oh! So von. Hier sollten wir ja eigentlich gekommen. Nicht? Von da sind wir nicht gekommen? Ah ne, von da die Treppe hoch sind wir. Dann. Natürlich erstmal hier weiter, oder? Oder? Obwohl das da hinten sieht aus wie so einer dieser Schatzräume. Der dürfte demnach geschlossen sein in sich, ja. Ah, da sieht's aus, das Ganze. Egal. Machen wir erstmal den Raum leer. Wir sagen eigentlich unsere XP. Oh, auch schon wieder schön. Haltet ein! Brav. Hey, oi. Die geht. Oh, schön. Silberband. Erik. Begleitet mich. Ach, Erik. Soll der Scheiß. Blutke. Oh, Serena. Du dumme Nuss, du dumme, du Frau, du. Blutperlchen. Ich krieg so langsam echt Schriftrollen, ja. Ich krieg Schriftrollen. Das hab ich schon ganz recht erkannt. So, sonst geht's da aus dem Raum noch raus. Außer durch diesen Weg. Scheinbar nicht. Okay, ein Neugeborener und ein Neugeborener. Das sieht so aus, als wenn das ganz gut zu schaffen wäre. Und ansonsten scheint hier auch nicht viel zu sein. An Leute. Okay. Da fällt mir im Übrigen ein. Ich hab Durst. Wir brauchen noch Ersatz. Serena, du hast auch Durst. Ist das Gildehaus der Trimäre ungebeten zu betreten? Serena, warum hast du aufgehört, den auszunuckeln? Erklär mir das bitte. Der war ja offensichtlich noch nicht leer, sonst wäre er direkt tot umgefallen. Und du warst noch nicht voll genug, also bitte, Fräulein. Wenn du so weitermachst. Gerümpel besitze ich schon genug. Okay, jetzt habe ich ein echtes Inventarproblem. Ja, allerdings. Meine Fresse. Was soll ich denn mit dem ganzen Scheiß machen? Erstmal muss dieses Dreckschild daran glauben. Schmeiß weg das Ding! Natürlich. Oh, wenn die Wegfindung hier ein bisschen, noch nicht mal viel, wirklich nur ein bisschen intelligenter wäre. Ich verlange noch nicht mal irgendwelche Wunder. Ich verlange nur, dass es etwas besser ist. So dass man damit halbwegs vernünftig spielen kann. Ach da! Oh, oh, oh. Hätte nicht direkt Gold droppen können.